So, ich bin jetzt wieder bei Zoo Kakadu mit dem Jan und ja, heute geht es um ein paar besondere Aquarien. Jan hat mir gerade gesagt, er steht übrigens heute das dritte Mal bei mir vor der Kamera, aber das erste Mal überhaupt. Da muss ich dem Jan mal ein großes Lob aussprechen, könnt ihr mal schreiben, wie ihr das findet. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, denn die meisten, mit denen ich drehe, die das noch nie gemacht haben, sind extrem nervös und kriegen meist keine drei Sätze hintereinander ohne Unterbrechungen. Deswegen, also echt, macht echt Spaß mit dir zu drehen. Danke. Wird die Zuschauer bestimmt auch freuen. Also Ton könnte etwas schwierig werden, weil die Umgebungsgeräusche lauter sind und ich keine zwei Mikrofons habe. Ein armer YouTuber. Also mehr abonnieren. Nee, also falls da wieder irgendwelche Leute meckern, wird noch mal, muss nochmal verbessert werden. Und sich mit dem Sascha Heuer auseinandersetzen, der ist Tonspezialist. Der hat da so ein ganz tolles neues Mikrofon. So, darum soll es auch gar nicht gehen. Wir haben geile Aquarien, du kannst uns ja mal erzählen, fangen wir mit dem hier unten an, was wir hier so haben. Also wir haben ganz spezielle neue Aquarien von Aqua Atlantis. Beispielsweise hier ein Aquarium, das man als Möbel gut einsetzen kann. Also da kann man die Unterwasserwelt sehr gut gestalten und auch planen und dann auch während der Messen zum Beispiel... Boah, das ist ganz schön schwer. Ja, der hat ein bisschen Gewicht drauf. Also Kindersicherung ist damit automatisch mit drin, das kann kein Kind hochheben. Ja, dass man so... Hat der links und nee, rechts keinen Filter, der hat... Der hat nur einen Gebirge. Links da. Ja. Da hat er einen Filter drin. Lampe, hat der nur hier vorne eine? Die... Da seht ihr sie. Ja, die wäre dann nur vorne und hinten. Ah, hinten auch. Es ja, hat, hinten auch noch. Aber, also das ist jetzt nicht für einen Aquascaper, ja, sondern ist, eher für Fisch-Aquarianer. Ja. Also, ja, nur Anubis, Java fahren, weil hier in der Mitte wird natürlich dementsprechend ja, anspruchsvoll. Aber darum geht es ja auch wahrscheinlich gar nicht so sehr. Ja, also ideal als Couch-Beistelltisch in der Stube kann man wahrscheinlich auch was drauf essen, theoretisch. Habe ich so noch nie gesehen. Gibt es den auch in anderen Farben? Den gibt es, sollte es auch noch in anderen Farben geben. Also da kann man uns anfragen und dann können wir das auch mit jedem individuell anschauen. Ja, habe ich wirklich noch nie irgendwo gesehen. Aber da gibt es wahrscheinlich nur eine Größe, oder? Ja, da gibt es bis jetzt nach meinem Wissen her eine Größe, ja. Und da wäre dann noch so als Empfehlung, wenn man das dann einrichtet, dass man vielleicht noch so Höhlenbereiche für die Fische macht, damit sie auch Rückzugsmöglichkeiten haben. Stimmt, wenn man sie von oben, unten, links, rechts, nur von der linken Seite jetzt nicht beobachten kann, dann fühlen die sich ja ein bisschen, haben die keine Rückzugsmöglichkeiten. Jetzt, ich schätze mal, ich würde sagen, 200 Liter hat das. Ja, so plus minus hat das 200 Liter. Thank you.
Also hier oben zum Beispiel, das hat jetzt also 55 Liter, wirkt deutlich größer. Mhm. Ja, das ist auch ein spezielles Aquarium, das kann man an die Wand machen. Also da hat es eine Wandhalterung hinten und dann kann man das wirklich so wie einen kleinen Fernseher an die Wand machen. Also ja, das ist richtig geil. Also ich zum Beispiel zu Hause habe keinen Fernseher. Mhm. Also das wäre tatsächlich nochmal, wenn die Leute mich immer fragen, ob ich einen Fernseher habe, könnte ich dann in Zukunft behaupten, ich hätte einen Fernseher, aber in etwas anderer Art. Ja, ein Live-Fernseher. Genau, ein Live-Fernseher. Ja. Ja, das ist schon echt geil gemacht. Mhm. Ideal für kleinere Fische, Garnelen und wirklich so. Und wirkt größer als es ist, weil es extrem schmal ist. Mhm. Man ist halt ja, soll ja nicht so auffällig sein, soll an der Wand sein. Lampe wird wahrscheinlich relativ gut sein, weil so schmale, die ist ja quasi direkt, ist alles beleuchtet. Ja. Ich weiß nicht, wie viel Watt das hat, aber ich denke, hier kann man auch ein bisschen bessere Pflanzen halten. Ja, da kann man schon einfachere Pflanzen wie Hygrophilia oder die Wasserfreunde oder den Wassernabel halten. Also da kann man sich wirklich gut austoben. Ja, nur was mich jetzt gewundert hat, der hat links den Filter drin. Kann man nochmal gucken, hier oben. Hier kann man sehen, also links ist ein Einbau. Nee, den kann man herausnehmen, den Filter. Aber hier rechts ist noch eine Kammer. Wofür ist die denn? Die ist auch ohne Abdeckung. Die Kammer ist vor allem für die Technik, also dass man dann ein schönes Gesamtbild hat und die Technik schön verstecken kann. Also Filter ist mit Technik ja nicht gemeint. Heizstab zum Beispiel. Heizstab, Beleuchtung, also alles, was ein Kabel oder CO2, oder CO2 hat. Diffusor. Mhm. Weil ja, man kann ja nicht den Aqua ohne Diffusor nehmen, weil ist ja ein Infilter. Ja. Ich hatte das mal, lustige Anekdote, hier ein Juwel-Aquarium und wollte den unbedingt ausprobieren. Damals kam das neu raus. Da habe ich, also haben wir hier auch da können wir das demonstrieren. Und zwar habe ich dann, da ist ja der Juwel-Einbaufilter, hier an dem Auslass, der jetzt der nicht dran gebaut ist, da habe ich einen Schlauch angesteckt und habe den einmal hier oben rumgeführt, habe den hier mit Kleber, nee, die habe ich hier oben rübergelegt und da habe ich das hier oben eingebaut und dann kam es hier hinten dann wieder langsam rausgeplätschert. Mhm. Aber war nicht ganz so geil, weil dadurch extrem viel Leistung verloren gegangen ist und die Strömung auch eigentlich viel zu langsam war für das CO2, für den Inline-Diffusor. Ja, so waagerecht haben die Blasen auch nicht so gut funktioniert. Mhm. Die haben sich dann oben so, hier oben so gesammelt. Also das habe ich nach einer Zeit auch wieder sein gelassen. Die Idee war nicht so geil. Und dann hatte man, das war das viel größere Problem, hier den Schlauch. Und der Schlauch lief direkt unter der Lampe. Mhm. Was ist da passiert? Der Schlauch war an den Stellen unter der Lampe sowas von veralgt, dass der sich dicht gesetzt hat. Überall anders gar keine Algen, aber weil er halt so dem Licht ausgesetzt war und natürlich das ganze Futter ja ständig durch den Schlauch den Algen zur Verfügung gestellt wird, musste man den Schlauch auch jede Woche rausnehmen. Also probiert das lieber nicht aus, falls ihr die Idee habt. Mhm. Dann lieber auf einen normalen Diffusor setzen. Oder bei mir, ich habe das, ich habe ja auch ein Juwel-Aquarium, ich habe den Filter rausgenommen. Bei dem einen Aquarium, bei dem anderen nicht. Und hat dann Außenfilter angebaut. Ja, das kann man natürlich auch gut, vor allem eben mit einem dünnen Metalllineal oder mit einer guten Angelsehne kann man da den Filter eigentlich praktisch rausnehmen. Ja, also falls ihr Angst habt, das ist alles möglich, weil Juwel ist preislich auf jeden Fall. Hier gibt es das auch im Angebot, gerade sehe ich. Für 439 ist auch ungefähr deutscher Preis. Also ist schon echt ein gutes Einsteigersegment. Man kann natürlich auch, wenn man sagt, gut, Geld ist bei mir nicht so das Problem, ich will was richtig Hochwertiges. Hier der Scapers, wie heißt das? Das ist die Oase Scapers Line. Da hat man ein schönes Weißglas-Aquarium mit einem 45 Grad Schnitt bei der Kante. Und da ist natürlich der Vorteil, dass die Silikonfläche eine viel größere Auflage Fläche hat und so das Glas viel stabiler ist. Ja, also, kann man hier mal zeigen. Schon außergewöhnlich, hier sieht man es. Habe ich so auch noch nicht gesehen. Hier auch den, hier, also auf der anderen Seite ist das, glaube ich. Kann man auch bei beiden hier, Seiten. Hier, bei beiden Seiten. Gerade wenn man hier jetzt die schönen Tools vom Aquaona einbauen will, was er übrigens noch nicht im Sortiment hat, ist hier diese Ein- und Ausläufe. Ja. Habe ich ihm auch schon mal gesagt, soll er auch mal machen, denn das würde das perfekt abrunden. In mein Sortiment passt es nicht so perfekt rein. Ich bin ja eher der Pflegeprodukte-Mensch.
Und da so Edelstahlwerkzeuge hatte ich jetzt, bis auf den Superreduzierer, habe ich rausgebracht, weil es gab den nicht für die Größe. Wir haben besonders große Kapseln. Der von Aquarebell ist für kleinere Kapseln. Ja, der ist ein bisschen kleiner und eben die größeren haben dann auch mehr Volumen und mehr Power. Ja. Da kann man also nach den Kapseln nicht nur nach der Stückzahl gehen. Viele gehen immer nur nach der Stückzahl. Mhm. Die sind vom Gewicht ungefähr doppelt oder dreifach so schwer. Mhm. Weil es ja was Rundes ist, das nimmt also nicht exponentiell, heißt das, glaube ich, oder? Ja. Also exponentiell zu. Also da habt ihr, also man kann das so nicht direkt vergleichen nach der Stückzahl halt. Hier kann ich nochmal gucken eben. Unterschrank. Hier übrigens fällt mir gerade ein, ADR hatte die auch mal, aber die haben die irgendwie aus dem Sortiment genommen, glaube ich. Die, ja, diese, die haben die, glaube ich, aus dem Sortiment genommen. Also, weil der war auch sehr teuer. Ja. Also ich denke, es lief einfach nicht so gut, weil ich glaube 69 Euro oder 89 Euro hat der gekostet. Da werden es nicht so viele gekauft haben. Mhm. Aber Produkt ist geil. Weil ihr es noch nicht ausprobiert habt, hier könnt ihr den bekommen. Wenn ihr ein großes Aquarium habt, einfach könnt ihr nicht düngen. Hier auf jeden Fall ein schicker Unterschrank. Aber nichts zum zu rausziehen, aber wahrscheinlich, weil es so schmal ist. Die Schublade, also hier kann man einen Außenfilter schön platzieren und wenn man ihn, beispielsweise den Oase-Außenfilter mit der Kartusche, die reinigen will, kann man den Filter rausziehen, Kartusche rausnehmen. Ja, das ist. Und dann die schnell reinigen und wieder startklar machen. Ja, hier stehen auch Preise, allein der Unterschrank. Ist das der Unterschrank? Ja, das ist nur der Unterschrank. Der liegt schon bei 739 Euro. Mhm. Ah, das Aquarium aber nur bei 189. Ja. Ah gut, ich hätte es jetzt andersrum erwartet, aber es ist jetzt wahrscheinlich bei Oase andersrum. Ja gut, ist auch noch in Ordnung, wenn man es jetzt mit Juwel vergleicht, ist dann natürlich eine andere Hausnummer, aber auch ein anderer Qualitätsstandard. Ja, man kann dann auch bei der Türe die... die Soft Tools, ach so, also da. Die Tools kann man das ist eher magnetisch. Magnetisch ansetzen, also da kann man wirklich dann alles schön verstecken und hat alles beieinander. Also. Ja, dann braucht man das Aqua Owner Toolbag gar nicht mehr. Nee, Spaß. Ist natürlich eine Alternative, sagen wir es mal so, aber es ist eher, um die nachher fix zu haben. Wenn du natürlich am Arbeiten bist, ist es praktischer, du ziehst sie eben aus der Hose. Weil das machst man dann natürlich dann zu beim Arbeiten, sonst läuft man einmal zu weit nach links und dann ist die Tür kaputt. Ein besonderes Becken möchte ich euch noch zeigen. Und zwar steht das direkt am Eingang. Da machen wir mal einen kurzen Cut und laufen dahin. Wir haben momentan eine Jubiläumsaktion, weil der Zoo Kakadu jetzt schon seit 50 Jahren für euch da ist. Haben wir auch Scapes Tank von Dennerle zu einer Rabattaktion. Ja, das ist auf jeden Fall ein echt guter Preis. Und die haben jetzt auch eine neue CO2-Anlage. Mhm. Ist das die dabei ist? Ja, also das hier hat... das ist eine separate CO2-Anlage mit SodaStream. Hier hat es einfach das Zubehör für das CO2. Also man muss dann die Flasche noch separat kaufen, aber das ist dann der geringste Preis. Ja, ist auf jeden Fall ein gutes Angebot, aber darum soll es gar nicht gehen. Wir haben nämlich etwas Besonderes. Ich glaube, das ist auch zu eurem Jubiläums... Ja, das ist zur Jubiläumsaktion. Haben wir hier ein schönes Aquariumsystem eingerichtet, das quasi mit Aquaponik funktioniert. Also, dass hier quasi das Wasser, was mit Fischen und Garnelen zusammen Nährstoffe beinhaltet, dann rausgesogen wird und durch die Landpflanzen, also man kann da auch beispielsweise Salat oder so einsetzen. Salat, Erdbeeren, Nutzpflanzen, ja. Das ist natürlich schon echt praktisch. Auch unser Dünger, die Frage habe ich auch schon mal bekommen, kann man den auch für Aquaponik benutzen? Kann man die Pflanzen auch essen? Ja, kann man, ist nichts Giftiges drin. Ist von der Zusammensetzung her zwar aufs Aquarium speziell dafür entwickelt, aber unterscheidet sich nicht grundlegend jetzt von Obstdünger. Mhm. Also ist jetzt nichts Giftiges drin, weil das ja auch alles, also jetzt Boa zum Beispiel oder Kupfer, alles nur ganz geringe Spuren, die Pflanzen auch nur in den Mengen aufnehmen, wie sie es benötigen. Und die Aquariumpflanzen werden sie auch aufnehmen. Ja, wir sind hier noch in der Einlaufphase, da sind natürlich Grünalgen noch ein nerviges Nebenprodukt. Das wird wie viele Liter hat das? Ich schätze auch mal 60 Liter ungefähr. Ja, oder also ein Tick weniger vielleicht.
das sind etwa bei 35 Liter Aquarium. Oh, das, also wie man sich immer täuschen kann. Ja. Also es sieht viel größer aus, als es viel größer ist. Also. Aber ja, für Kampffische, ich hätte jetzt gedacht, könnte man auch andere Fische, aber es ist halt sehr hoch, sehr schmal. Mhm. Nur Nahrungsfische wahrscheinlich. Ja, also wenn, dann höchstens noch der Dario Dario, das ist ja, ja, der kleine Zwergpumpasch. Und sonst würde ich wirklich eher auf Garnelen setzen, weil die haben dann sehr viel Freude hier. Filter sitzt unten oder in dem Rohr? Also der Filter sitzt im unteren System, wird nachher quasi auch mit dem Bodensubstrat quasi mitgefiltert und dann kommt reines Aquariumwasser wieder raus. Also die Bakterien sitzen voran dann auch im Bodensubstrat und im... Was ich währenddessen nochmal erwähnen kann, also es macht einen guten Eindruck. Jetzt die Verarbeitung ist nicht so wie bei Oase zum Beispiel, wird, ich denke mal, etwas günstiger sein, also nicht im tausendfachen Reich, bin mir ganz sicher, weil es halt, es fühlt sich eher nach günstigerem Plastik an. Also das muss man ehrlicherweise sagen. Optisch sieht es aber genial aus, habe ich so noch nicht gesehen, aber ihr müsst ja einen ehrlichen Eindruck bekommen. Also ich würde es mir selber hinstellen, nur man darf, muss halt Abstriche machen, ist jetzt nicht wie Oase, Highline. Ja, man muss, also wenn man es privat hinstellt, kann man dann auch andere Beleuchtungen. Genau, das wäre, glaube ich, alles andere sieht noch einigermaßen hochwertig aus. Die Beleuchtung ist, glaube ich, das Erste, was ich eventuell austauschen würde. Da kann man aber, ja, easy kann man da auch eine andere Lampe anbauen. Ja. Also wenn man es jetzt unbedingt, wenn es einem nicht gefällt, multifunktional. Ja, man kann da beispielsweise eine Chihiros. Ja, da sieht man auch, wie es funktioniert vom Kreislaufsystem, genau, Chihiros. Also, aber da wird die wahrscheinlich so viel kosten wie das Aquarium wahrscheinlich. Aber wenn ihr den Preis wissen wollt, schaut mal bei Zookakadu auf der Homepage, da ist das direkt auf der Startseite verlinkt. Ich war nämlich schon da, weil es ja ein Jubiläumsangebot ist, falls ihr euch das gönnen wollt. Ihr verschickt ja auch Österreich-Deutschland? Österreich-Deutschland verschicken wir auch. Es gibt dann einfach einen kleinen Aufpreis, aber das können wir auch, Ja, weil sowas gibt es halt, so besondere Sachen gibt es halt nur bei euch. Oder ihr müsst selber vorbeikommen, Urlaub machen und das Produkt mitnehmen. Ja, und bei uns kann man auch, wenn man zum Vorhinein in unserem Laden sich umsehen will, eine 3D-Schautour auf unserer Webseite noch machen. Also da kann man schon zum Vorhinein schauen, wie es im Laden aussieht. Ja, das ist auch genial. Ja, dann würde ich sagen, das war's zu der Folge mit den Spezialaquarien, die es hier gibt. Und du hattest mir ein Video, wollten wir noch machen, wo du uns vielleicht so einen kleinen Überblick gibst und uns die Aquarienanlage mal zeigst. Ich würde sagen, Video abonnieren, bei Zookakadu vorbeischauen, kommentieren, du liest mit und ihr freut auf euch auf den Besuch der Zuschauer aus Deutschland, Österreich, Schweiz und vielleicht Frankreich oder wo er sonst noch überall herkommt. Ja. Frankreich wahrscheinlich hier nicht, weil die sprechen wahrscheinlich weniger Deutsch. Denke ich auch. Also. Ja, Belgien vielleicht noch ein Teil. Ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Auf Wiedersehen.